Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hugo. Hugo? Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Amicia, was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Wo sind denn nur alle? Oh, Äpfel! Hugo, jetzt nicht. Aber... Nicht anfassen! Die sind alle verdorben. Aber ich habe Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Rauch. Da müssen eine Menge Leute sein. Verzeihung, bitte wartet doch, Madame. Was haben Sie denn nur? Die waren ängstlich. Verzeiht, ich bin die Tochter von Seigneur Robert de Roon. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Jemand hier? Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier. Das Anwesen der Deron wurde angegriffen. Ich flehe euch an. Bitte helft uns. Was ist denn hier nur los? Bitte, so helft uns doch. Geht weg. Ihr seid hier nicht willkommen. Aber ich bin die Tochter eures Herrn. Glauben. Sie verstecken sich. Wir haben zu lange gewartet. Ich sagte dir doch, wir müssen weg. Und wo sollen wir hin? Da ist jemand. Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist. Wir sind alle Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Mein Gott. Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, wartet. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden? Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad mal vor gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Was ist los, Amicia? Lauf einfach! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Wir müssen uns verstecken, Amicia. Hier, los, rein da, schnell! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht. Ich muss nur warten, bis Was soll dieser Lärm?
Nichts. Dem haben wir es gezeigt. Was ist das? Da seid ihr ja! Ach, nicht da lang! Wo sollen wir lang? Komm, lauf so schnell du kannst! Da, die Mauer! Sie kommen! Schnell, schnell! Und zum Teufel sehen Sie! Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun Sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Gut, jetzt können wir raufklettern. Komm, kletter hoch. Ja. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Hilf mir beim Schieben! Ja. Kletter hoch, ich helfe dir! Gut, wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Fremdlinge! Die Leiter, hochklettern, du zuerst! Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Wir haben keine Zeit, sie kommt! Hey. Sie wird nicht halten! Nein, nein! Hab ich doch gesagt! Hugo, wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück! Amicia, komm her, auf dir... Da bist du ja! Ich hab was zum Aufklettern gefunden. Gut gemacht, ich werde sie herunterholen. Pass auf! Na los, komm schon! Hier, gut gemacht! Ich hatte solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler. Du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht. Nicht ohne Laurentius. Amicia, versteck dich. Und? Wo zum Teufel sind Sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren Sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort. Ruft die anderen und sperrt die Straßen. Wenn ich die Belger erwische, werde ich sie Stück für Stück in die Hölle zurückschicken. Die kommen hier nicht lebend raus. Komm schon. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so, wie die Dinge stehen, einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kam... Hä? Teufel, war das für ein Geräusch? Nein, nicht schon wieder! Was jetzt? Ich weiß nicht! Wir sitzen in der Falle! Oh nein! Schnell, bitte! Ich versuch's ja! Hält sie nicht lange auf. Schnell, schnell. Sie wissen, wir sind hier. Hugo, du musst da durchklettern. Mach mir auf. Na gut. Was zum Teufel machen wir alle hier? Da ist ein Brett davor. Kannst du es entfernen? Ich versuche es. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Ich hab... Hugo, er ist hier. Hugo, tu doch was! Amicia. Ich kann nicht mehr, Amicia. Oh, bitte, wir müssen weiter. Nur noch ein kleines Stück.
Viertel wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Weihrauch. Das riecht wie zu Hause. Mutter hat das auch verwendet. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervi. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervi, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor, Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat im Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche, aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervi, also. Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen, aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Gut, ich habe das Werkzeug. Jetzt brauche ich nur noch das Leder. Leder. Gut, dann an die Arbeit. Komm schon, ganz ruhig, konzentrier dich. Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Gut, ich sollte mich bei Clervi bedanken. Ah, und? Viel besser. Vielen Dank, Clervi. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf. Sei still. Kinder, macht nicht so viel Lärm. Ich will zu Mama. Sei still. Du bringst uns doch um. Mama würde uns beschützen. Genug jetzt. Ich will zu Mama. Mama ist tot, Hugo. Du siehst sie nie wieder. Papa auch nicht. Amicia! Du lügst! Sie wurden beim Haus getötet, alle beide. Also sei still! Du lügst! Ich hasse dich! Bitte hört auf! Hugo, nein! Hugo, warte! Nicht rausgehen, das ist doch verrückt! Hugo, komm zurück! Was macht er denn? Oh nein, er wird uns noch umbringen! Hugo, bitte! Es tut mir leid! Warte! Oh. Mein Gott! Oh!
Oh Gott! Hugo! Ich hätte dich nicht anschreien sollen. Hör mir doch zu! Nein, es tut mir leid! Oh nein, nein, nein! Ihr Monster! Lasst ihn in Ruhe! Da warst du also die ganze Zeit. Nein, wartet! Wir wollen hier nur weg! Ich wollte das nicht. Amicia! Amicia! Hugo! Ich komme! Bitte, er darf nicht tot sein. Er darf einfach nicht tot sein. Hugo! Mit der Zappelei auf! Wir warten noch auf deine Schwester! Tut ihm nicht du wirst mich nicht unter die Erde bringen! Ich werde mit dir anfangen! Warum muss ich hierher kommen? Bitte! Schwingt mich nicht! Du bist ganz schön flink! Aber ich brauche nur einen Treffer! Nur einen! Du entkommst mir nicht! Früher oder später! Ah, so eine bist du also! Gut, das wird mir helfen! Lass die Tür, lass die Tür! Ich werde dir zeigen, was es bedeutet! Zeig ihnen, wozu du imstande bist. Glaubst du machst mir Angst? Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. So eine bist du also. Gut, das wird mir helfen. Lass die Tür! Ich werde dir zeigen, was es... Ich bin... Ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Nein! Merit, diese Rückkehr! Weiter so! Amicia, nur der Tod kann mich aufhalten! Keiner von uns wird sterben! Und der Sieg wird auf ewig verflucht sein! Amicia! Du hast ihn getötet. Komm mit. Ich komme.